In diesem Video stellen wir Ihnen 7 spannende Schönheitsideale afrikanischer Stämme vor, die sich deutlich von europäischen unterscheiden. Nummer 1. Lippenteller. Der Mursi-Stamm in Äthiopien birgt einige spannende Schönheitsideale. So tragen ÄthiopierInnen oft bunte Tonteller in ihrer Unterlippe. Die bis zu 15 cm großen Teller gelten als Körperschmuck des Volkes. In der Pubertät der Mädchen wird dazu ein Loch in die Unterlippe geschnitten, welches über die Jahre langsam gedehnt wird. Später werden dann Zähne ausgeschlagen, um den Umfang zu vergrößern, denn je größer der Tonteller, desto attraktiver und ehrwürdiger ist das Ansehen einer Frau. Nummer 2. Frisuren. Im Nordwesten von Namibia legen die Himba besonders großes Augenmerk auf ihre Frisuren, denn diese offenbaren den sozialen Status in der Gemeinschaft. Vor der Pubertät tragen Mädchen 2 zur Stirn gerichtete Zöpfe. Danach werden diese mit einer Mixtur aus Butterfett und Ocker eingerieben und gedreht, um die Festigkeit zu erhöhen. Als extra Hingucker werden oft auch Leder oder Perlen mit eingearbeitet. Männer tragen hingegen einen einzigen, nach hinten gerichteten Zopf. Nummer 3. Körperfülle. In Mauretanien gelten dicke Frauen als besonders attraktiv. Mädchen ab einem Alter von 5 Jahren werden deshalb dem Zwangsernährungsmodell Leblo unterzogen. Sie essen enorme Mengen und bei Sättigungsgefühl werden ihnen unter Schmerzen weitere Lebensmittel zugeführt. Nummer 4. Halsringe. Im südafrikanischen Volk der Ndele ist es üblich, dass verheiratete Frauen sich mit Ringen um den Hals schmücken. Im Gegensatz zu den Padaung in Asien, welche die Schmuckstücke auch als wichtigen Bestandteil ihrer Kultur sehen, bestehen die Halsringe in Afrika tatsächlich aus einzelnen Reifen. Die ersten Ringe erhält die Braut zur Hochzeit. Die Anzahl der Ringe gibt Aufschluss über den Status des Mannes. Je mehr die Frau trägt, desto wohlhabender ist der Ehemann. Nummer 5. Skarifizierungsnarben. Weil herkömmliche Tattoos auf dunkler Haut kaum sichtbar wären, sind in vielen Stämmen Afrikas Skarifizierungen meist bei Frauen üblich. Diese offenbaren neben der Stammeszugehörigkeit auch den Status der Frau in der Familie, wie zum Beispiel ob sie verheiratet ist oder Kinder hat. Manchmal werden sie aber auch einfach wie unsere Tattoos zur Körperverschönerung oder als Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis gestochen. Nummer 6. Hautaufhellung. Obwohl in vielen Ländern wie Ghana, Südafrika und Mali bereits Verbote gegen die gefährlichen Substanzen der Hautaufhellungsprodukte bestehen, nimmt die Nachfrage trotzdem stetig zu. Schätzungen zufolge bleichen 70% der nigerianischen Frauen, 60% der senegalesischen und 40% der südafrikanischen ihre Haut. Hellere Haut wird heute noch als begehrenswerter eingestuft als dunkle. Nummer 7. Perlenschmuck. Neben dem traditionellen, meist roten Shuka-Umhang, den Frauen und Männer tragen, sind vor allem die kunterbunten Perlen prägnant für die Kultur der Maasai. Nicht nur als Halskette, sondern auch als Kopfschmuck sowie um die Gelenke werden die bunten Kügelchen getragen. Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von diesem Video hältst, und wenn das dir gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch und abonniere den Kanal für weitere Videos. Danke fürs Zuschauen.